So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist wieder soweit. Der Community Raid steht ins Haus, diesmal mit Raikou. Was ist das denn? Immer wenn ich das runterhalte, geht das Energiesparen an. Das habe ich aber nicht eingestellt. Gestern gab es schon die Raikou Raids für Zuschauer. Deswegen konnten wir jetzt nicht großartig was machen hier mit Community Raid und so. Vorher holen wir natürlich alles nach, kriegt ihr direkt jetzt. Hier ist die Arena, an die wir jetzt möchten. Das ist das Stadttheater, ja. Wenn ihr das nicht kennt, guckt es euch mal an. Raikou steht auf jeden Fall am Start. Stadttheater, wir müssen jetzt mal davor. Müssen uns da irgendwo hinstellen. Hier, das ist das Stadttheater. Zack. Sieht man mit Treppe, Autos hin und her. Da ist der Netto, da ist die Werra, wie immer überflutet. Wir gucken jetzt mal ganz kurz auf die Leute, die wir einladen wollen. Der Andrang war wieder groß, ne? Könnte man so sagen. Und die Ernüchterung, dass man nicht drankommt, weil man erst der 11. ist, ist auch wieder da. 32 Kommentare. Ihr seht hier oben schon, Mann, wieder zu spät. Ja, was soll ich denn tun? Anders kann ich es nicht machen. Ich kann auch nur 10 Leute mitnehmen. Der eine, der dreht vollkommen durch. Habt ihr das gesehen? Wir haben aber dabei Chevy Art, Buddel. Wir haben die Sonja. Die hat zwar ihren Namen nicht reingeschrieben, aber dieses Bitte hat mein fettes Herz erweicht. Deswegen habe ich die mal mit hingeschrieben. Ladet mich bitte, heißt die nämlich, dass ich die jetzt auch hier gefunden habe. Kabi Samra ist dabei, Relaxo Hunter hat jetzt noch kurz vor dem Raid angenommen. Dann haben wir Pimmelberger, Carsten, Lad Please Fanraid, Annelie und Sahne Daniels. Das war der 10. Leider konnte ich Sahne Fabino nicht noch einladen. Das wäre nämlich die 11 gewesen, außer einer von den anderen beiden hätte nicht angenommen. Ja, der Rest hier, ne? Checker Leonard, Baumes, Samsi, Grassboy, It's Lars, Hufo, Skinny. Egal, nächstes Mal. Sind halt beim nächsten Mal dran. Mann, wieder zu spät. Egal, nächstes Mal. Aber hier, Rascher Bob ist jetzt auf jeden Fall schon eine Legende. Guckt mal, Rascher Bob dreimal. Kann ich noch? Würdet ihr gerne joinen und mein Max 100 Knackrack ausprobieren? Ja, dann probier das bitte mal im Discord aus und in Telegram und wo auch immer. Hier, Iwova, bitte, Rascher Bob, Rascher Bob, Rascher Bob, Rascher Bob. Heißt jetzt nicht mehr Rascher Bob, heißt jetzt auf jeden Fall Spam Bob. Ich muss mir trotzdem jetzt eine Ablage suchen, weil es schon 44 ist. 45 geht's los, das heißt, ich komme wieder zu spät, weil ich immer so lange quassel. Und hier seht ihr auch nochmal die Konter von Raikou. Am besten Boden. Wir haben das gestern ja schon gehabt. Auch wenn Rihonja Gesteinsattacken hat, nehmt natürlich Bodenattacken. Nehmt Groudon mit Solarstrahl. Nein, auch mit Bodenattacken. Nehmt alles, was am Boden liegt, sammelt das auf. Vielleicht gehe ich direkt hierher. Ich guck mal. Oder ich gehe doch davor. Ich weiß es nicht. Ich fange jetzt erstmal was und melde mich auf jeden Fall gleich zurück. So, da sind wir jetzt zurück. Wir schmeißen auch hier gleich mal die Pässe rein. Alle, die jetzt schon durchdrehen und sagen, wann ladet er ein? Wann ladet er ein? Die sehen ja gleich, wenn die Einladung kommt, einfach. Einfach mal chillen, ne? Wir haben Zeit, ihr nicht. Hier muss ich auch, hier muss ich wieder einladen. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich es mache. Da ich jetzt nur Platz habe für 4 Handys im Trockenen. Die anderen, die liegen einfach dann irgendwo rum. Am besten, die stecke ich wieder ein. Ich lade mir den iPhones nur ein und stecke die mir dann in die Bauchtasche. So, hier haben wir 5. Hier haben wir 5. Jetzt können wir die nämlich theoretisch weglegen, weil hier ist kein Platz. Guckt euch das an. Ich habe euch jetzt hier auf den verschissenen Streukasten gestellt. Da habt ihr jetzt die Spuren von der Kamera. Hier sind 4 Handys auf dem IKEA Tablet. Da ist Streugut. Und hier sind die anderen 2 Handys, aber die muss ich jetzt wieder einstecken. Und dann hauen wir da mal drauf. Gucken mal, was bei rauskommt. 100er Wert habe ich jetzt leider nicht parat. Aber ihr fangt ja eh alles, was reinkommt. Und wundert euch dann, wieso es schlecht ist. Die 2 packe ich jetzt einfach in den Rucksack, egal. Schiebe ich mir jetzt hier an die Seitentasche. Das müsste trotzdem funktionieren. Und beim nächsten Mal soll ich vielleicht doch wieder mit dem Auto unterwegs sein. Da hast du wenigstens immer eine trockene Ablage dabei, ja. Das ist auch Lifehack, ja. Wenn du nicht weißt, was wie wo, nimm immer einfach ein Auto mit. Dann hast du auf jeden Fall eine trockene Ablage. Oder ich nehme einfach eine Rolle Klopapier mit, dann kann ich das ja alles abputzen, damit es nicht mehr hier so rumsüfft. Ansonsten weiß ich nicht. Ruhige Woche, denke ich mal.
Morgen wieder Spotlight-Stunde. Heute Abend chill mit Ramses. Mittwoch Raiku. Redstunde, wo ihr mich einladen könnt. Das sehe ich jetzt schon, wie die Leute wieder sagen, wo sind die Codes? Ihr könnt mich einladen, vielleicht mache ich diesmal auch kürzer. Ohne Abschlussraid alles, dass ich nach der Stunde direkt rausgehe und dann noch woanders weitermache. Ich habe nämlich Bock. Ich will ja das 100% haben, ja? Ich habe nur das 98er, ich will das 100er, das ist wichtig. Und dann noch das 100er Mew am 20. Februar, das kommt noch dazu. Für irgendwas muss man ja seine Pässe ausgeben, ihr spendet ja immer fleißig. Ich habe auch gestern gesehen, nach dem Stream, mir hat einer noch eine Donation dagelassen in Form einer Google Play Karte, wurde ich extra angeschrieben. Ein kleines Dankeschön. Dankeschön für die vielen Raids und alles, hat super geklappt, hin und her. Bitteschön für ein paar Raid-Pässe. Hat mir da auch nochmal eine Google Play Card bzw. den Code davon gesendet. Fand ich auf jeden Fall sehr schön. Ihr wisst, es gibt immer Leute, die stellen sich an, die meckern die ganze Zeit nur rum. Dann gehen sie wieder wutentbrannt, weil sie einfach keine Geduld und gar nichts haben und gar nicht sehen, wie viel Arbeit oder Zeit und Kraft da drin steckt. In dem Moment, wo man selber nichts davon hat, aber eigentlich helfen möchte, aber dafür, dass man helfen möchte, man noch angepisst und beleidigt wird. Aber dann gibt es auch die Leute, denen wirklich geholfen wird. Und die sind auch dankbar. Sie müssen in dem Sinne nicht so dankbar sein. Mir würde das wirklich reichen, einfach mal irgendwo ein Danke dafür oder coole Aktion oder sonst was. Das andere ist nur ein netter Nebeneffekt, sagen wir es mal so. Jetzt kämpfen wir hier mit Graudon, Knackra, Knackra, Graudon. Also ihr seht überall dasselbe. Jetzt sind die Leute bestimmt wieder getriggert, weil ich mit dem großen Account nicht auf den Ladeattacken rumhämmer. Ich gerade wieder bemerkt habe, was jetzt sogar noch schwieriger ist, da der ja jetzt zwei Ladeattacken hat. Und wenn ich jetzt in der Mitte rumfummel, im Augenwinkel so, dann treffe ich ja sowieso daneben, weil ich da nämlich keine von beiden treffe. Wir wühlen uns hier mal kurz durch. Gucken mal, hier ist nämlich die Pokémon-Aufbewahrung voll, ob da irgendwo ein Shiny dabei ist, ob da was anderes dabei ist, ob da sonst was ist, sogar mit Wetterboost. Das heißt, da können die Leute sich freuen. Okay, ich muss ja erstmal was wegschmeißen, Moment. So, nehmen wir mal hier Petsneef, Kanimani, alles fort. Den großen gucken wir uns gleich an, wenn das hier weg ist. Die kleinen gucke ich mir noch an. Servus, Ramses. Hast du den Raid schon gemacht? Ja, ich bin fertig. Ach, das ist doch eine Kacke. Dazu gibt's ja die Gruppe. Ich bin jetzt raus, ich spiel's nicht mehr. Na ja, dann. Aber ich hab dich gerade so gesehen und dachte mir, jo. Ach, einfach mal Hallo sagen, einfach nett sein, dass es sowas noch gibt. 24, 44. Hast du Gutes dabei? Weiß ich noch nicht, beim Großen muss ich eh noch nachgucken. Was ist denn im Raid? Raikou. Die gelbe Raubkatze mit Elektroattacken. Das heißt, von dem. Na, bis Donnerstag, 10 Uhr, hast du theoretisch noch Zeit, solange ist noch da. Ich glaube, ich noch runtergeladen habe. So! Da stehen zwei Männchen mitten da. Wir haben hier ein 2444, wir haben ein 2416. Das 44 ist, glaube ich, das Beste hier. Wie gut das ist, sehe ich aber dann erst. Wir müssen nämlich jetzt mal schauen auf dem Großen. Wenn wir es auf dem Großen abholen wollen, was das ist und ob es ein Shiny ist. Es ist auf jeden Fall kein Shiny. Und es ist 2428. Wollen wir lieber das andere fangen? Das sieht besser aus. Wir können ja noch mal kurz nachgucken hier. Wir haben ja die GoTool-App. Da mache ich ja immer so gerne Werbung dafür. Für die GoTool-App ladet ihr euch im Play Store, gibt es auch nur für Android. Da habt ihr auf jeden Fall alle Raid-Bosse in der Übersicht und auch die WP dazu. Und die 100er-Werte. Wenn wir auf Stufe 5 gehen mit Wetterboost, brauchen wir 2466. Jetzt habe ich den Wert natürlich schon wieder vergessen, den es hatte. Irgendwas mit 44, glaube ich, keine Ahnung. Das werden wir jetzt noch versuchen zu fangen. Stelle ich euch mal hier hin. Häng mich wieder hier runter, werfe ein paar Bälle drauf. So, genau wie gestern. Und der Kollege gemeint hat, hey, wieso wehrt er denn jeden Ball ab? Ja, da muss man auch so werfen, dass der Ball erst nach dem Angriff aufkommt. Dann kann er gar nicht mehr abwehren, weil er ja eh schon beschäftigt war. So, ansonsten, wenn ihr dabei wart, schreibt mal rein. Habt ihr ein Gutes bekommen? Habt ihr eins als Shiny bekommen? Habt ihr sonst was bekommen? Habt ihr es überhaupt gefangen? Das ist ja die nächste Frage. War ihr gestern dabei vielleicht, in der Raid, in der Raid-Stunde, am Raid-Tag, am Raid-Sonntag, könnte man ja schon sagen. Eins, zwei, immer noch nix, gut.
Also. Sonst wären wir jetzt auch die riesige Telegram-Gruppe, wo eigentlich den ganzen Tag immer irgendwelche Leute irgendeinen Raid hosten und ja, den auch. Ich war auf Telegram, wenn du das klingt das wieder so abwehren. Ja, aber wenn ich bei Discord mal schaue, da sehe ich kaum, dass da jemand einen Raid macht, weil das den Leuten meistens auch zu kompliziert ist mit dem Eintragen und hin und her. Und bei Telegram, ja, da gehen die meisten halt einfach drauf, sehen, ach ja, hier Raid, tragen sich ein oder fragen nach. Also muss man ja selber wissen, mit was man jetzt klarkommt. Viele haben halt Probleme mit Discord, die sagen, das ist zu kompliziert. Da gibt es so viele Räume und Richtungen, in die man gehen kann. So, das ist jetzt auch im Sack, ne? Wir können es ja mal kurz bewerten. Hat 14, 13, 12, wird immer schlechter. Ich glaube, das war es jetzt also von meiner Seite aus. Habt ihr heute auch schon ein Reiko gemacht? Schreibt es mal rein. Wir sehen uns dann heute Abend bei Chill mit Ramses und morgen bei der Spotlight-Stunde und Mittwoch Raid Mania. Ich hoffe, diesmal geht's ohne irgendwelche Probleme. Letzte Woche Serverprobleme, halbe Stunde. Nichts gegangen, keine Einladungen, keine Raids, nicht fangen. Also, ich hoffe, diesmal wird's besser. Bei Entei war es eigentlich egal, aber Raiko muss sitzen, da muss das 100er noch her. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und die zwei Dudes. So, fertig.